بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zu unserem Kurs Lerne die arabische Schrift. Heute machen wir inshallah den Test für die Lektionen 3 und 4. Also wir wollen verschiedene Buchstaben lesen mit den ganz normalen Tashkil und auch mit den Tanwins. Inshallah machen wir das genauso wie in dem Unterricht. Wir benennen erst den Buchstaben, dann den Tashkil oder auch das Tanwin und dann lesen wir, wie dieser Buchstabe ausgesprochen wird, inshallah. Genauso wie in den anderen Tests werde ich euch erst ein paar Sekunden Zeit geben, den Buchstaben selbst aussprechen zu können und dann gebe ich euch die Lösung und ich will euch dann nochmal das zweite Mal die Lösung geben, damit ihr euch auch korrigieren könnt, inshallah. Also ihr habt ein paar Sekunden Zeit, es zu sagen, dann sage ich es einmal, dann könnt ihr euch korrigieren und dann sage ich es noch einmal, damit ihr nochmal hören könnt, ob ihr es richtig gesagt habt oder nicht. Also, der Test für Lektion 3 und 4 und los geht's, inshallah. Mim damatan mun. Mim damatan mun. Za kasratan zin. Za kasratan zin. Za fatha za. Za fatha za. Roin damma ru. Rein damma ru. Fa fathatan fan. Fa fathatan fan. Qaf kasra qi. Qaf kasra qi. Ta damatan tun. Ta damatan tun. Und eigentlich ist es ein Tamarbuta, aber um eins einfach zu machen, sagen wir hier erstmal nur ta, inshallah. Lam fathatan lan. Lam fathatan lan. Ha fatha ha. Ha fatha ha. Suat fathatan son. Suat fathatan son. Nun damma. Nu. Nun damma nu. Ta kasratan tin. Ta kasratan tin. Dal kasra di. Dal kasra di. Shin damma shu. Shin damma shu. Dot fatha da. Dot fatha da. Hamza kasratan in. Hamza kasratan in.
Einfatatan an. Einfatatan an. Dal kasra zi. Dal kasra zi. Fa fatha fa. Fa fatha fa. Nun fathatan nan. Nun fathatan nan. Dort damatan tun. Dort damatan tun. Masha'Allah. Somit kommen wir zum Ende von diesem Test. Ihr könnt noch einmal schauen, welche Buchstaben ihr noch immer unsicher damit seid und auch mit welchen Tashkil oder auch mit welchen Tanwins ihr noch immer unsicher seid, dann könnt ihr das nochmal wiederholen, inshallah. Ansonsten, wenn ihr euch bereits sicher fühlt, dann können wir uns inshallah sehen in Lektion 5, Teil 1. Bis dahin, macht's gut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.